So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke, eine neue Folge Ramses Kitchen. Ich war gerade mit Pupsi im Netto. Eigentlich wollten wir in den Netto, weil wir in der Werbung gesehen haben, es gibt jetzt die Bud Spencer Bratwürste und die Bud Spencer Krakauer mit super genialen Sorten. Die wollten wir uns holen. Haben sie gesagt, haben sie gar nicht bekommen in der Lieferung. Also wurden überall ausgepreist, aber haben sie gar nicht bekommen, konnten sie nicht verkaufen. Deswegen hat Pupsi was anderes entdeckt, und zwar diese Cola. Und was das für eine Cola ist und wieso ich so gucke, das erfahrt ihr gleich. Wenn ihr nämlich jetzt denkt, dass das zwei Sorten sind, dann liegt ihr komplett falsch. Das ist einfach nur eklig und noch ekliger in einer Edition. Aber das weiß ich ja noch gar nicht. Deswegen muss ich es jetzt natürlich mal testen. Das ist nämlich eine Classic Lombi Cola since 2023, also brandaktuell. Und hier eine Lombi Cola Zero. Also die Zero-Variante, und da wisst ihr ja schon, da wurde sich voll viel Mühe gegeben. Die Designs kann ich auch nicht nachvollziehen. The Spirit of Summer, genau, wunderbar. Das, sagen die Leute, ist schlicht, ist wunderbar, sieht für mich aber eher aus, als wäre das ein Cocktail, irgendwas mit Schuss, wenn ich mir einen Gin Tonic oder so mit Cola reinknall. Aber für eine normale Cola finde ich dieses Design nicht schön. Das ist wieder Geschmackssache. Hier, das ist dann statt so Türkis eben lila. Aber ist halt auch einfach nur eine normale Cola mit Zero. Da hätte ich mir eine komplett weiße Dose gewünscht. Zero Cola und hier eine schwarze. Schwarz Cola, weiß Zero. So wäre das richtig genial gewesen. Das Ganze ist wohl hier vom Pietro Lombardi. Der hat gedacht, wenn die Katja Krasser Wix in der Jury sitzt und Getränke verkauft, dann mache ich das auch mal und bringe die Lombi Cola raus. Ich teste das halt wirklich jetzt nur, weil ich das testen muss und nicht, weil ich das Produkt von vornherein übelst gehypt finde. Ich halte das für das Thumbnail nochmal kurz so hierher, dass ihr das also seht. Das ist die Lombi Cola, oder warte mal, ich habe sogar vier Dosen geholt, damit das fürs Video besser aussieht. Können wir das jetzt nochmal hier reinhalten, so. Das ist die Lombi Cola, die wollen wir jetzt testen im kleinen Gläschen und dann beide zusammenmischen in dem auf die dicken Bierkrug. Bin mal gespannt, wie es schmeckt. Machen uns also erstmal die normale Classic auf, oder sollte man die Zero zuerst probieren? Wir probieren zuerst mal die Zero. Wir nehmen also die lila, ne? Zero, Lombi, Cola, das knallt hier übelst über den ganzen Balkon. Füllen uns das in das Berliner Luftgläschen. Muss ich sagen, ist auch recht gekühlt. Ich habe das jetzt im Netto so einfach mitgenommen, habe das im Regal in die Hand und das war so kalt, obwohl das ganz normal im Netto stand, nicht im Kühlregal, gar nichts. Es war einfach so kalt, weil es im Netto einfach richtig kalt ist. So kalt, dass sie nicht mal Bud Spencer Bratwürste haben. Probieren wir mal die Zero-Variante und schauen mal, ob das irgendeinen besonderen Geschmack hat. Schmeckt nach Pietro, genau. Muss immer überlegen, wie der Name heißt. Joa, schmeckt nach Wasser, nach Zuckerwasser, hat, weiß ich nicht, halt jetzt nicht diesen besonderen Geschmack, schmeckt wieder irgendwie total pappig auf eine Art und Weise, wo ich mir sage, brauche ich nicht, würde ich nicht, es ist jetzt auch total gekühlt, ist richtig angenehm kühl, das Getränk erfrischt mich aber trotzdem nicht. Weil mir da einfach was fehlt. Ich habe mir angewöhnt, wenn ich bei McDonald's mal diniere, dass ich mir statt einer Cola, weil Pupsi immer Cola nimmt, eine Cola Zero genommen habe und fand die, weil die gekühlt war, richtig genial. Das ist gekühlt, aber schmeckt mir gar nicht. Und das kam nur, weil bei dem Ostergewinnspiel ja immer die Zero Coca-Cola verlost wurden und man da immer einen Sofortgewinn hatte mit Zero. Und da bin ich auf den Zero-Trip bei McDonald's Coca-Cola gekommen. Das ist jetzt hier die Classic-Variante. Die dürfte jetzt süßlicher sein, die müsste jetzt besser munden, aber ob die wirklich schmeckt, das sehen wir jetzt. Schmeckt, wie würde meine Mutter sagen, schmeckt wie Arznei, schmeckt wie Medizin. Die ist kein Cola-Trinker und deswegen, wenn die mal Cola trinkt, sagt die immer gleich bäh. Ob das jetzt hier gut, gesund, toll, was Besonderes ist oder wie auch immer, ich weiß es nicht. Für mich schmeckt das auf jeden Fall nicht wie eine vollwertige Cola.
Es schmeckt einfach nur wie irgendwie süßes Zuckerwasser, aber wir müssen trotzdem uns die ganze Plörre noch einführen. Deswegen werden wir jetzt dieses Siro und diese Classic zusammenmischen, hier in dieses auf die dicken Bierglas und am Ende richtig fett werden. Macht das nicht zu Hause nach. Genussvoll genießen. Trinkt nicht so viel Zucker, esst nicht so viel Zucker, macht was weiß ich, keine Ahnung. Alter, das ist ja wie beim Bier mit dem Schaum. Ich muss gegen den Schaum ankämpfen, die ganze Säure hier. Und schaffen wir es, beide Dosen einzufüllen. Das ist ja richtig genial. Alles auf den Tisch. Das ist richtig genial. Jetzt dort auf den Tisch. Was sind denn das für... Gut. Lombicola, jetzt neu. Beide abgefüllt in dieses auf die dicken Bierglas. Das lassen wir uns jetzt schmecken, sagen wir mal dazu. Habt ihr die auch schon mal probiert? Und schreibt es mal in die Kommentare. Ansonsten würde ich sagen, war es das von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Peace out, Vorhaut. Euer Ramses. Man, ihr hört die Venedigvögel im Hintergrund, aber würde ich definitiv nicht nochmal kaufen.